Sie können schon wieder lachen und spielen Mensch ärgere dich nicht. Dabei sind sie nur knapp dem gefährlichen Rauch entkommen. Die Bewohner des Gasthauses in der Hauptstraße in Bingen-Sponsheim. Gegen 3 Uhr am Donnerstag ist im Keller des Gasthauses ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Ermittlungen könnte es ein ausländerfeindlicher Anschlag gewesen sein. Denn viele Bewohner sind Ausländer, einige sogar Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Ich habe ein lautes Stimme gehört. Ich bin nach draußen gegangen und ich habe viele Rauchen gesehen. Am Anfang keiner gefolgt, aber am Ende ich habe Angst. Ja, alle Menschen haben Angst von dem Feuer, weil die rauchen sehr viel und man kann nicht geruchen. Die Bewohner hatten großes Glück und konnten sich ins Freie retten. Nur 4 Personen erlitten leichte Rauchvergiftungen. In und an dem Gebäude wurden Spraydosen und frische Schmierereien mit Hakenkreuzen gefunden. Alles Indizien für einen rechtsradikalen Anschlag. Ministerpräsidentin Malu Dreyer spricht von einer neuen Dimension rechtsradikaler Taten in Rheinland-Pfalz. Wir haben inzwischen 29 Anschläge auf Asylbewerbereinrichtungen. Und das ist einfach total erschreckend. Nicht nur, dass es nicht aufhört, sondern dass es immer wieder weitergeht. Und dass es jetzt sogar überhaupt kein Abschrecken gibt dafür, dass Menschen leben in diesen Einrichtungen oder hier in diesem Hotel. Und das ist nicht nur schockierend, das ist wirklich auch beschämend, muss man sagen. Auch Bingens Oberbürgermeister zeigte sich bestürzt über die mutmaßlich ausländerfeindliche Tat. Also wir haben auch keine rechte Szene hier. Wir haben eine enge Kooperation mit der Binger Polizei. Es gibt bei uns jetzt keine erkennbare, ich formuliere das bewusst, also erkennbare Situation mit rechten Gedankengut oder mit Leuten, die jetzt wirklich sich zusammenfinden und dann da irgendwo Feste feiern oder sich da austauschen. Mit dem Beirat für Integration und Migration müssen wir uns jetzt zusammensetzen. Wir müssen jetzt mal eruieren, wo könnte sich was abzeichnen. Aber es ist nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminaldirektion hat eine Soko Sponsheim eingerichtet. Vor Ort sind auch LKA-Beamte, die mithilfe eines Spürhundes unter anderem nach Spuren von Brandbeschleunigern suchen. Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben, können sich bei der Polizei Mainz unter eingeblendeter Telefonnummer melden.